Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Bereich der Mathematik. Heute bespreche ich ein Beispiel zur Zinsrechnung, genauer zu den effektiven Monatszinsen. Effektive Zinsen gibt es ja nur bei Sparguthaben und heißt eigentlich im Endeffekt, dass vom gegebenen Zinssatz etwas abgezogen wird, was uns in diesem Fall weniger freut, weil wir das Geld einlegen, um Zinsen, das heißt mehr Geld dafür zu bekommen. Wir finden folgende Aufgabenstellung vor. Ein Sparbuch mit einer Einlage von 4.200 Euro wird mit 2% über einen Zeitraum von 7 Monate verzinst. Das heißt, wenn ich mein Geld der Bank für den Zeitraum von 7 Monate gebe, dann erhalte ich 2% Zinsen für mein Geld. Die Bank macht natürlich ein Geschäft daraus, weil sie verleiht das Geld zu einem weitaus höheren Zinssatz. Und hier ergeben sich hinsichtlich der Mathematik zwei Fragestellungen. Erste Frage, wie hoch sind die effektiven Zinsen? Und zweitens, wie hoch ist dann mein Gesamtguthaben nach diesen 7 Monaten? Vielleicht noch eine Vorausbemerkung. Momentan befinden wir uns ja in einer Tiefzinsphase, das heißt 2% ist schon sehr viel. Es hat aber auch schon Zeiten gegeben, da hat man für sein Erspartes 7 oder mehr Prozent bekommen. Doch nun zur Berechnung. Wie immer beginnen wir mit einer Vorüberlegung. Wir bestimmen hier zuerst die Variablen der Monatszinsformel, weil wir haben eine Textangabe und diese müssen wir in eine mathematische Form bekommen und berechnen dann, wenn wir die Variablen bestimmt haben, mit einer Formel die effektiven Zinsen und den Gesamtbetrag. Und hinsichtlich der Variablen, die wir zu bestimmen haben, sind das hier im Wesentlichen 3. K steht für Kapital und das sind hier die 4.200 Euro, die wir in das Sparbuch einzahlen. M steht für Monate, also der Zeitraum. Dieser ist im Text festgelegt mit 7 Monate. Und wichtig ist, dass die bei der Zinsrechnung eigentlich die wichtigste Angabe, weil wir haben ja verschiedene Formeln, ob es Jahreszinsen sind, Monate oder Tageszinsen. Hier haben wir Monate, das heißt, wir werden dann später die Monatszinsformel verwenden. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt, wenn wir eben Sparguthaben zu berechnen haben, dann dürfen wir nicht einfach den Zinssatz von der Angabe übernehmen, sondern müssen diesen mit 0,75 multiplizieren. Warum multiplizieren wir den gegebenen Zinssatz mit 0,75? Weil eben die Steuer, die wir zu bezahlen haben, die beträgt eben 25%. Und wenn ich von 100% 25% abziehe, dann bleibt 75% übrig. Und 0,75 ist nur eine andere Schreibweise von 75%, weil ja Prozent heißt ja Hundertstel. Hier habe ich gegeben als Zinssatz 2%, das heißt, ich muss diese 2% mit 0,75 multiplizieren. Bitte, wenn ihr das in den Taschenrechner eingebt, nicht 2% mal 0,75, sondern nur 2 mal 0,75. Dann erhalten wir den effektiven Zinssatz und dieser beträgt 1,5%. Wenn wir diese Variablen bestimmt haben, dann können wir in einem zweiten Schritt die effektiven Zinsen berechnen. Zusammengefasst, das Kapital, die Spareinlage beträgt 4.200 Euro. Wir haben einen Zeitraum von 7 Monate und wir haben die effektiven Zinsen berechnet, die wir für unser Sparguthaben bekommen. Diese betragen 1,5%. Damit kommen wir zum nächsten und eigentlichen Berechnungsschritt. Wir berechnen mithilfe der Monatszinsformel die effektiven Zinsen. Die Monatszinsformel setzt sich zusammen, indem wir das Kapital multiplizieren mit dem effektiven Zinssatz, den wir vorher berechnet haben. Dann noch die Monate multiplizieren und das Ganze durch 1.200 dividieren. Warum 1.200? Das Jahr hat ja 12 Monate. Dividiert durch 100 haben wir bei jeder Zinsrechnung und 12 mal 100 ergibt eben 1.200. Im
nächsten Schritt ersetzen wir die Variablen, die wir oben bestimmt haben, durch die Zahlen. Und zwar für das K setzen wir ein 4.200 Euro. Für den Zinssatz nehmen wir die 1,5%, die wir vorher berechnet haben. Monate haben wir 7 und das Ganze dividieren wir noch durch 1.200. Wenn man das nicht mit dem Taschenrechner berechnen kann oder darf, dann kann man natürlich oben und unten jeweils 2 Nullen streichen. Wir berechnen aber das Ganze mit einem Taschenrechner und erhalten als Ergebnis für die effektiven Zinsen 36,75 Euro. Also dafür, dass wir die 4.200 Euro der Bank 7 Monate gegeben haben, erhalten wir im Gegenzug 36,75 Euro zurück. Das Ganze können wir noch in einem Antwortsatz bestimmen. Die effektiven Zinsen betragen 36,75 Euro. Und damit kommen wir schon zur Beantwortung der letzten Fragestellung. Und zwar müssen wir das Gesamtguthaben bestimmen. Das Gesamtguthaben, das ist der Betrag, der nach dem Ende dieser 7 Monate auf dem Sparbuch steht. Dieser setzt sich zusammen aus dem Kapital und den effektiven Zinsen. Das Kapital, unsere Spareinlage, das waren ja die 4.200 Euro. Dazu kommen jetzt noch die 36,75 Euro. Das sind die effektiven Zinsen, die wir berechnet haben. Wir bilden einfach die Summe. Hier brauchen wir nicht unbedingt einen Taschenrechner und erhalten als Ergebnis dann 4.236,75 Euro. Und auch diese Fragestellung beschließen wir mit einem Antwortsatz. Das Gesamtguthaben beläuft sich auf 4.236,75 Euro. Zusammengefasst, was haben wir gemacht? Wir haben in einem ersten Schritt die Variablen bestimmt, haben dort vor allem den effektiven Zinssatz berechnet, haben erkannt, dass sie hier Monate angegeben sind. Darum konnten wir dann in einem zweiten Schritt die Monatszinsformel berechnen. Die haben wir angewendet und das Gesamtguthaben haben wir berechnet, indem wir zum eingezahlten Kapital die berechneten Zinsen addiert haben. Ich wünsche euch einen schönen Tag.